bevor es explodiert. Es ist die Ruhe vom Sturm, alles konzentriert, bevor wir rausgehen und das Eis vibriert. Geht los mit der Mannschaftspräsentation der Saale Bulls. Vorher reden wir natürlich noch mit dem Präsidenten über die Sommerpause und über die kommende Saison. Das gehört sich so, das wollen wir auch. Außerdem gibt es sicherlich ein paar neue Informationen. Aber im Moment ist es mir grundsätzlich hier zu leise. Gebt mir einfach mal ein M. Seid so laut. E. E. C. C. Zusammen. M. E. C. Gebt mir ein M. M. E. C. Zusammen. M. E. C. M. E. C. Ich das kurz nochmal und sage, das mache ich sonst immer in der Volksburg Arena. So, wir machen weiter. Flucki, mein Lieber, komm her. Bei Flucki muss das so sein. Flucki hat nun mal die Ader, sich auch im Sommer in 90 Grad warme Plüschsachen zu werfen. Er braucht das. Ist für uns aber sehr gut, denn das trägt ein bisschen auf. Und das ist das neue Trikot, das Heimtrikot der Saale Bulls in der Saison 2012-2013. Eine aktuelle Meldung bezüglich der Torhüter. Muss ich euch nennen, möchte sie euch nicht vorenthalten. Es gibt vor der Saison den ersten Abgang. Der Spieler mit der dann kommenden Nummer 92, Sebastian Kinnhader, bat in Hannover und in Halle um Vertragsauflösung, wird also bei keinem Team spielen, wäre unser Torhüter gewesen, möchte seine Karriere überdenken, als 20-Jähriger kann man das ruhig mal tun, und möchte möglicherweise den Eishockey-Sport an den Nagel hängen. Beide Teams, also sowohl Hannover als Förderlizenzpartner und wir, bemühen uns um Ersatz und werden den natürlich auch finden. Zu den positiven Dingen. Geht los mit... Naja, man könnte mal... Ich muss mal gucken, wo er hin ist, oder? Ich weiß das. Das steht ja nicht drauf. Maximilian Engelbrecht, Torhüter, ist nicht da. Wir nennen ihn trotzdem. Förderlizenz zusammen mit der Nummer von Scorpions. Neuer Spieler, hat noch keine Nummer, die wird kommen. Aber einer ist da, unser Torhüter, neue Nummer 39, Dustin Hallorschan! Dustin, grüß dich! Wir haben bei dem Wetter sogar eine Nebelmaschine. Dustin, wie lange schon in Halle? Eine Woche? Zwei Tage? Ich bin letzte Woche Donnerstag umgezogen nach Halle. Kommend von? Bremen. Von Bremen. Sag mal, wie lange spielst du schon Eishockey? Ja, mit 8 Jahren habe ich angefangen. Ja. Und bis jetzt, wie alt? 21. Sportlich. Und schon immer Torhüterposition? Nein, ich war 3 Wochen Verteidiger. So würde ich mal sagen, gute 3 Wochen. Und dann ging es sofort ins Tor. Wahrscheinlich mit Kai Schmitz zusammen gespielt. So. Das ist der Hallerschein-Torhüter Saale Bulls. Bleibt bei uns. Zu ihm brauche ich nichts sagen. Wir sind schon in der Verteidigung angekommen. Saale Bulls in der Saison 2012-2013. Erik Wunderlich. Erik, dein Sommer war sicherlich ausschlafen und essen und lesen und mit Freunden irgendwas und auch... War er wirklich so? War er entspannt? Ja, also ohne Freundin, aber das ist entspannt. Ja. Was hast du gemacht? Urlaub. Nee. Fitness, Kickbox, Inline-Hockey, Saisonvorbereitung. Und das beginnend gleich Ende April. Ja. So muss es sein. Erik Wunderlich mit der Nummer 69, Christian Köhler. Christian, bist du gewachsen? Auch so groß wie letztes Jahr. Meine Fresse. Wie war dein Sommer? Ja, war ganz okay der Sommer. Ich ging fast ein bisschen schnell rum, aber ich bin dann so wieder froh, dass es auf dem Eis losgeht. Ihr habt am 5. September das erste öffentliche Training. Habt ihr Informationen, wann geht's? Richtig, das erste Mal aufs Eis?
Also wenn ich jetzt mitgerichtet habe, am 1. September, eventuell auch schon am Freitag, aber das genau wissen wir noch nicht, jetzt je nachdem, wann das Eis fertig ist. Du bist fit? Bei dir zwickt nichts? Ich bin topfit und ich hoffe, dass ich das Jahr nicht so vom Verletzungspech geplagt bin wie letztes Jahr. Wir werden sehen. Christian Körner, meine Damen und Herren. Sonst hilft mir immer Markus, aber naja. Verteidigung. Saale Bulls, MEC Halle 04. Bitte tosen den Begrüßungsapplaus für Tim Katzer. Kräftigen Eindruck hast du. Du bist gut in Halle angekommen, sonst wärst du nicht hier. Ja, ich bin super angekommen. Du hast vorher wo gespielt? Letztes Jahr beim SC Rissersee und mit einer Förderlizenz in Peiting. Wie alt bist du? Das darf man doch fragen, oder? Ich bin 19. Ein Talent. Ich habe gelesen bei dir, es gibt ja hier solche Spielerfragebögen, die wir dann immer unglaublich ausschlachten könnten. Mach ich aber nicht. Lieblingsreiseziel ist Kanada. Willst du dort Eishockey gucken oder ist das Land für dich schön? Also allgemein, ich finde die Landschaft schön und Eishockey natürlich auch. Also das ist einfach das absolute Paradies. Das Eishockey-Paradies. Meine Damen und Herren, Tim Katzer! Zurück auf meine übliche Ansicht, so, auf den gelben Zettel. Und mache, jetzt kommen viele neue, jetzt wird's interessant. Den neuen lassen wir mal weg, mit dem haben wir ein spezielles Hühnchen zu rupfen. Ich hole sie erstmal auf die Bühne, suche mir was raus. Begrüßt mit mir, neu bei den Saale Bulls, die 45 Daniel Sebo. Außerdem, die 8, die Nummer steht schon fest, auch neu in der Verteidigung, Robin Zuchan. Troy Bigham fehlt, bleibt natürlich aber nicht ungenannt, also zwischendurch Applaus für Troy Bigham. Und die 29, Arthur Lemmer. So, Arthur, jetzt muss ich durchfragen, wer ist Daniel Sebo von euch? Du, oder? Daniel. So viele neue Gesichter, ihr seht mit dem Helm immer alle gleich aus, ich werde Jahre brauchen und dann wechselt ihr nach einem Jahr, verdammt. Gut in Halle angekommen, ja? Ja, gestern schon gut, ja. Das klingt nach einem süddeutschen Dialekt, ist das richtig? Ja, ich komme aus Bayern, ja, aus Bayreuth, ist nicht so weit weg von hier, 2 Stunden mit dem Auto ungefähr. Wie alt bist du und wie lange spielst du schon Eishockey? Ich bin 28 und ich spiele Eishockey, seit ich 3 Jahre alt bin. 25 Jahre Berufserfahrung mit 28. Falls jemand vom Arbeitsamt hier ist, das ist der Traum aller Vermittler. Das ist ja das, was man will. 16 Jahre alt, 30 Jahre Berufserfahrung. Du bist jetzt hier in Halle. Das Angebot war also offensichtlich gut und du willst dich dann, so denken wir, so hoffen wir bauen auf dich, weiterentwickeln. Wo sollst du für dich irgendwann mal in 10 Jahren hingehen? Also eishockeytechnisch ist ja eigentlich so, dass ich jetzt nebenbei noch studiere. Ich meine, ich habe ja schon höherklassig gespielt und ich will meine Erfahrungen hier halt einfach einbringen und will mir halt ein zweites Standbein mit meinem Studium aufbauen und da denke ich halt, dass Halle einfach eine perfekte Option für mich ist. Recht hast du. Vielen, vielen Dank. So, Robin. Hallo. Du kommst woher? Aus Kanada, sagt er mir so. Wo hast du gespielt vorher? Ich habe letztes Jahr war ich in Den Haag, habe ich früher in Dresden, Weißwasser, Schwenningen, Essen, Bayreuth, ein paar verschiedene Bereiche. Ja. Hast dich gut eingelebt in Halle, ja? Bist auch erst ein paar Tage hier, oder? Ich bin 2 Tage hier, ich finde es schön, ja. Es wird auch so eine sehr schöne Stadt und es gibt sehr nette Menschen, habe ich recht? Aber vielen, vielen Dank, viel Erfolg bei den Saale Bulls, Arthur! Fotowunsch machen wir nachher, natürlich danach. Das ist schon ein paar Tage alt. Sommer gut verbracht? Ja, auf jeden Fall. Warst du im Urlaub? Ja, 2 Wochen auf Teneriffa. Okay, und der Rest vom Sommer? Vorbereitung auf die Saison. Ich war laufen im Fitnessstudio, habe mich auf die Saison vorbereitet.
Laufen scheint irgendwie so ein Volkssport zu werden, neben Fahrradfahren. Was läufst du, welche Distanz? Ja, ich mache die kurze Distanz, 100 Meter, 50 Meter Sprint. 100 Meter, wir wissen, wie schnell war er, unser Lieblings-Jamaikaner, 9,58 dieses Mal, ja, 9,58. Was ist dein Rekord auf 100 Meter? Ja, habe ich nicht gemessen, aber 12, 11. Das ist so weit weg nicht, das sind 2 Sekunden, ich meine, hör mal, das ist doch nah dran. Arthur! Viel Spaß weiterhin, viel Erfolg bei den Salomons. Vielen, vielen Dank. Auf der Bühne jetzt Defense. Die 91 Kai! Cool! Eine Frage, eine. Verpackt in 7 Nebensätze. Nein, du bist wieder da, wir finden das, glaube ich, schön. Finden wir das schön? Ja! Was hat dich zur Rückkehr bewogen? Warum bist du wieder hier? Naja, weil es eigentlich meine Heimat ist. Klare Worte und wir haben besprochen, nur eine Frage. Kai Schmitz! So. Weiter im Text, wir haben... Oh, Flucki schwitzt, wechselt gerade das Trikot. Die 31 geht natürlich auch im Sturm jetzt weiter. Ivan Kalashvari! Ivan. Dann die 52, wie könnte es anders sein? Alexander! Die 21! Benjamin! Und? Wenn ich grüße, dass ich den Namen wieder sagen darf, freut mich sehr. Die 22 auf der Bühne zur Mannschaftspräsentation vor der Volksbank Arena in der Saison 12-13. Martin Mickley! Verdammt nochmal, Mensch, was macht dein Fuß, was macht die Sehne? Ist das alles wieder gut? Na ja, hoffentlich ja. Hast du schon trainiert? Ich verbiete dir das erste Training, du steigst mit dem zweiten ein, bitte. Das ist beim ersten Training passiert letztes Jahr, richtig? Ja, aber laufen ist kein Problem, muss man sehen bei Eis, was passiert. Nächste Woche werden wir das sehen. Viel, viel Spaß bei den Salomons, viel Erfolg. Benjamin, du guckst dir ernst. Nee, heißt, also ich will ja nicht gucken, geh weg. Den Sommer vernünftig verbracht, ja. Ich habe im großen sozialen Netzwerk gesehen, dass du dich im Urlaub befunden hast. Kommt das hin? Ja. Ich war unterwegs gewesen, ja. So ist das, man sieht das immer alles, verdammt. War's schön? Ja, war gelungen. Und Kopf frei, alles raus, mal richtig Pause gemacht hast du ja. Ja, zwischendurch auch ein bisschen trainiert. Das muss er sagen. Du bist fit. Ich denke ja. Letztes Jahr das C auf der Brust, wie wird das dieses Jahr sein? Wird das ähnlich sein? Das ist ja sicherlich noch nicht raus oder ist raus. Ich bin ja da sehr unbewandert bei Eishockey, was Eishockey betrifft, nur keine Ahnung. Aber du hattest das C auf der Brust, wird das dieses Jahr so sein? Das kann ich nicht sagen, das entscheidet der Trainer dann und dann werde ich sehen, ob ich es wieder bin oder nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Viel Spaß weiter, viel Erfolg bei den Salomons. Die nächsten auf der Bühne sind die 88 Max Feldwisch. Die 71 Robin Slanina. Immer von Hallo Robin, dann geht's weiter, auch ein Neuzugang von den Hannover Indians, Daniel Lutzig. Daniel, hallo, komm ruhig noch ein bisschen weiter nach vorne. Und wollen wir mal nicht unterschlagen noch
Die 33 kommen von EC Kassel Huskies. Applaus für Christoph Kosiol. Hallo. Und natürlich auch noch, der muss auch noch sein, Enrico Erhardt. Wo ist er? Da ist er. Das ist, weil ich später eine Brille auf habe, noch was zu trinken bekommen habe. Nein, Ben hat mir was gegeben. So, ich möchte Robin Slanina was fragen. Ihr habt es gesehen, oder? Ich muss nicht sagen, was passiert ist, keine Fragen. Aber ein paar sind erlaubt. Du kommst woher? Von Baiting. Und bist geboren wo? Tschechei. Und spielst wie lange schon Eishockey? 15 Jahre. Wie alt? 21. Da haben wir es wieder, so ein Paradebeispiel. Nein, nicht so schnell. Ja, schade. Du bist sicherlich auch erst ein paar Tage hier in Halle. Kennst du die Stadt? Kanntest du die Stadt vorher? Ich bin heute jetzt erst einmal in Halle. Hast du was von Halle gehört, von den Saalebulls vorher mal? Nein. Du bist also eine Wundertüte beiderseitig. Wir wissen nicht, was mit dir ist, du weißt nicht, was mit uns ist. Also ich kann dir sagen, wir sind alle wahnsinnig. Gut drauf! Wahnsinnig gut drauf, genau. Viel Erfolg in Halle. Und wir werden sehen, in einem Jahr, in einer Saison schafft man viel, kann man sich gut kennenlernen. So, Daniel Lupzig. Daniel, wir hatten ganz kurz hinter der Bühne gesprochen. Du kommst aus Hannover. Möchtest du mir was hochgeben? Du möchtest mir was, ich habe das nicht ahnen, das ist doch ein weißer Zettel. Und es war geheim, so. Ja, von Ben. Ich kriege von Ben immer Liebeszettel. Du kommst von den Hannover Indians. Daniel, wo bist du geboren? Straubing, falls das jemand kennt. Straubing kennen wir, das ist in der Nähe von Deutschland, ja. Wie alt bist du? 22. Auch noch sehr jung. Wo hast du überall schon gespielt? Ja, wie gesagt, letztes Jahr in Hannover, davor bei den Moskitos in Essen und davor in Deggendorf in der Oberliga. Da bist du schon umgekommen, die kennen wir alle, die Teams. Kennst du Halle? Kanntest du Halle vorher? Ja. Du kannst ruhig ehrlich sein, ist kein Problem, wenn du sagst, Halle Westfalen kannte ich, aber Halle an der Saale kannte ich nicht. Ja, die Stadt war mir unbekannt, aber die Saalebulls kennt man natürlich. Also vom Gegeneinanderspiel von damals, von der eingleisigen Oberliga, aber so von der Stadt davor noch gar nichts. Was sagen die anderen Teams so über uns? Das ist jetzt mal so eine indiskrete Frage. Die Arschlöcher. Die allerbesten Fans. So, Daniel, damit bist auch du herzlich willkommen. Die Sympathiepunkte sind gesammelt. Wen fragt Christoph Kosiol? Christoph, du kommst aus Kassel, von den Kassel Huskies. Wo bist du geboren? Rosenheim. Bayern. Ja, Bayern. Wie alt bist du? 29. Und welche Stationen hast du schon durch so in deinem Eishockey-Leben? Ah ja. Hannover, Essen, Dortmund, Leiden, Landsberg und jetzt Saalebulls. Jetzt Saalebulls, vielleicht sogar ein paar Jahre. Kennst du Halle? Also schon von früher, vorher Erzählungen, mal durchgefahren, was auch immer? Nee, nur vom Gegeneinanderspielen halt. Und wie war das so? Auch die gleiche Frage wie an Daniel? Ja, letztes Jahr war nicht so gut, ne? Du wirst auch in Halle wohnen, wie alle anderen. Was wirst du dir zuerst angucken? Stehst du eher so auf Stadtbummel oder so die ganzen anderen infrastrukturellen Sachen oder Ikea in Güntersdorf oder? Was hast du so am Anfang so Lust herauszufinden? Fritz ins Wasser! Ja, erstmal ein bisschen Bummel in den Stadt kennenlernen. Dann sehen wir weiter. Es gibt ganz viele Fans, gleich reißen alle die Arme hoch, die für Stadtrundgänge zur Verfügung stehen. Eins, zwei. Die Hände hoch! Mensch! Also da wird Bedarf bestehen, bist du gut aufgehoben. Willkommen in Halle! Und bevor wir die beiden... Oh, guckt mich auch schon böse an. Bevor wir die beiden Coaches hier vor auf die Bühne bitten und ihnen noch
53.000 Fragen stellen. Ich möchte natürlich seitens der Stadthalle nicht vermissen, Herrn Uwe Stecklin zu begrüßen, den Baudezernenten. Willkommen bei der Mannschaftspräsentation vor der Volksbank Arena. Auf eine gute Saison. Und jetzt, klar, kommt Flucki. Das war eigentlich nicht klar. Wie siehst du denn aus? Was ist das? Das ist, du musst es mir sagen. Ich weiß, was es ist, aber wir müssen doch das Ding so halten, dass du nicht sprechen kannst. Also? Das neue Auswärtstrikot. Das kann sprechen. Das neue Auswärtstrikot 2012-2013. Ja. Zum Schluss vor jedem Spiel, kurz bevor es losgeht, schreie ich immer so rein. Dazu der Co-Trainer Uwe Liebetau. Dazu sage ich dann auch immer genau so. Dazu der Coach der Saale Bulls, Jischi. Jischi. Auch an euch gibt's, wir können die Fragen alle immer wiederholen, das will ich gar nicht. Aber klar ist erstmal, Sommer überstanden, wir sind alle wieder da, wir leben noch, ist auch schon mal was. Die Saison letztes Jahr ging ja nun sehr weit, also wir merkten ja die Euphorie, sie stieg und stieg. Wir haben sie besiegt, wir haben sie sportlich besiegt und es ging weiter und endete dann natürlich abrupt. Was wollen wir dieses Jahr? Frage ging vorhin auch an Daniel Wischner. Jischi, was wollen wir? Wollen wir natürlich weiter, klar. Wollen wir in die zweite Liga? Was wollen wir? Also, erstes Mal, ich möchte begrüßen alle unsere Fans. Hallo, guten Tag. Also, Ziele sind im Sport, das ist immer gefährlich, aber eine Sache ist klar, wir wollen gute Eishockey für unsere Zuschauer, für unsere Fans spielen und kommen so weit, wie möglich ist das. Das sind unsere Ziele. Die kürzesten Ziele und die klar formulierten sind die besten Ziele. Schlappi, du als hallisches Urgestein, wie war dein Sommer? Mein Sommer war sehr interessant. Es gab wenig zu tun. Ich hätte ja ein bisschen mehr gewerkelt, aber aus gewissen Gründen ging es hier leider nicht. Eine neue Kabine zu bauen ging auch nicht, jetzt am Kälte irgendwo. Ja. Ansonsten bin ich froh, dass es wieder losgeht. Der Sommer war lang genug. Neue Kabine haben wir. Du willst noch eine weitere bauen. Ich unterstelle mal, dass du dir noch eine bauen willst. Das kriegen wir auch noch hin. Ich habe ja einiges gesehen in der Eishalle. Auch an dich die sportliche Frage. Dirschi hat es gesagt, wir wollen natürlich ganz einfach gesagt immer so weit kommen, wie es sportlich möglich ist. Willst du dir den Traum zweite Bundesliga noch erfüllen? Ja, auf jeden Fall will ich mir den Traum noch erfüllen. Und ich denke mal, wir haben so eine erfolgreiche Saison gespielt im letzten Jahr. Daran anzuknüpfen wird schwer, das wissen wir alle. Selbst in der Staffel Ost die Spiele zu gewinnen, das wären keine Selbstläufer. Man braucht sich bloß mal die Mannschaften anzugucken. Das Mannschaftsgefühl ist schon in Leipzig. Mit fast die Förderlizenzlauf von Eisbären. Ja. Das wären alles keine Selbstläufer, obwohl vielleicht einige so denken. Dann in die Verzahnung mit dem Norden und Westen. Also der Kader von Frankfurt alleine, der erschreckt mich ja. Ja, und wenn wir den gegenüberstehen, dann können wir beweisen, was wir können. Aber ich bin eigentlich mit der Mannschaft, die wir zusammengestellt haben, sehr oft zuversichtlich. Und wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, ist natürlich alles möglich. Hier klare Worte, trotz Abgänger, eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft. Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer ein vernünftiges Mannschaftsfoto von hier oben. Ich räume es an den Tisch beiseite. Alle bitte mal vor. Genau. Und tschüss. Vom Sturm alles konzentriert, bevor wir mein Grinsen fällt schwer, beeilt euch. Sport kann, wir wollen alles sehen. Jeden Bodycheck mit Schmerz und Tränen. Das ist eins gegen eins, Team gegen Team. So, das sind sie, fast alle, das Team der Saale Bulls 2012-2013. Gleich natürlich jetzt hier neben der Bühne gibt es die Möglichkeit, sich Autogramme abzuholen, worauf auch immer. Auch auf Unterarme. Und
Möglicherweise hat der eine oder andere ja schon eine Autogrammkarte. Man weiß es nicht. Euch viel Spaß. Wir sehen uns am 5. September zum ersten öffentlichen Training und am 7. September zum Spiel. Das war die Mannschaftspräsentation mit den Saarwolves. Und um das richtig abzuschließen, mit den Saale! 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 Viel Spaß bei der Saison 2012-2013!